Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die Version KiCad 6. In diesem Video möchte ich euch die ersten Schritte im Schaltplan-Editor zeigen. Wir haben ja jetzt hier unsere Grundeinstellungen vorgenommen und als nächstes Werkzeug kommen wir hier in den Schaltplan-Editor. Wir wollen ja als erstes einen Schaltplan zeichnen, aus dem wir dann später mal eine Leiterplatte generieren. Und deshalb ist das auch unser erstes Werkzeug, was wir hier benutzen. Wie gesagt, die Vorgehensweise hatte ich ja schon bereits erwähnt, von oben nach unten, Schaltplan zeichnen, Leiterplatte generieren, Gerber prüfen und dann produzieren. Mit der Funktion Steuerung E, also dem Shortcut Steuerung E, kann ich den starten. Ich hatte ja gesagt, gewöhnt euch gleich die Shortcuts an, das macht das Arbeiten unwahrscheinlich leichter und auch schneller und flüssiger. Komme ich jetzt hier also in diesen Schaltplan-Editor. Das ist so die erste Darstellung, wie sie hier euch beim ersten Öffnen entgegenscheint. Und unser Schaltplan-Editor teilt sich jetzt hier in mehrere Bereiche auf. Wir haben einmal jetzt hier das Zeichenblatt an sich selbst. Hier wird also der Schaltplan gezeichnet. Weiße Fläche hier in der Mitte. Wir haben jetzt rechts die Zeichenwerkzeuge. Hier mit diesen Werkzeugen wähle ich jetzt verschiedene Funktionen aus, um im Schaltplan zu zeichnen. Also hier zum Beispiel mit diesem Button dann die Auswahl der Symbole, die ich hier im Schaltplan platzieren möchte. Dann das Zeichnen-Werkzeug für die Verbindungen und so weiter. Ich werde dazu in weiteren Videos explizit darauf eingehen. Das gilt auch hier für alle anderen Elemente. Hier im linken Bereich haben wir die Ansichtsumschaltung oder die Möglichkeit, hier unsere Anzeige im Schaltplan-Editor das Verhalten schnell zu ändern. Zum Beispiel jetzt hier das Fadenkreuz. Ich schalte es mal aus. Habe ich hier so ein normales Fadenkreuz, kann ich hier so wieder einschalten. Habe ich ein fensterfüllendes Fadenkreuz. Ich lasse das gerne auf fensterfüllend. Das bietet mir die Möglichkeit, im Schaltplan die Bauelemente sauber in einer Flucht, also horizontal und vertikal zu positionieren. Das sollte man auch tun. Das macht einen Schaltplan deutlich lesbarer, wenn ich jetzt hier Elemente möglichst immer in einer sauberen Flucht platziere, von links nach rechts oder von oben nach unten. Das macht es fürs menschliche Auge lesbarer. Auch das schon mal ein kleiner Hinweis zum Zeichnen in Schaltplänen. Ich kann mir dann hier verschiedene versteckte Pins ausschalten lassen. Was sich dahinter verbirgt, lassen wir an dieser Stelle mal dahingestellt. Dann haben wir hier die Umstellung auf die verschiedenen Einheiten. Millimeter hier für uns in Europa, im amerikanischen Raum dann vielleicht eher Mill oder Inch. Wer damit arbeiten möchte, kann das hier tun. Ich kann mir dann hier ein Raster ein- und ausblenden lassen. Das sieht man jetzt hier noch nicht. Hier unten drunter liegt ein Raster, zeige ich euch gleich. Dann haben wir hier oben die Symbole für den Schnellzugriff auf das Menü. Das heißt, alle Symbole, die hier oben dargestellt werden, finden wir auch hier in den Menüs wieder. Und zusätzlich in den Menüs hier noch einige Funktionen mehr, die wir jetzt hier in diesem Symbolbereich nicht haben. Das sind hier also die wichtigsten Schnellzugriffe auf die Menüfunktionen, aber eben wer hier zum Beispiel den Simulator noch benötigt, der muss dann hier ins Menü selbst hineingehen. Ansonsten finden wir das auch alles hier im Menü wieder. Kommen wir mal zu den Grundeinstellungen in diesem Schaltplan-Editor. Wir haben zwei Möglichkeiten oder zwei Stellen, an denen wir Einstellungen vornehmen. Und zwar einmal die Einstellungen, die Grundeinstellungen für den Schaltplan-Editor selbst und die Einstellungen für den eigentlichen Schaltplan an sich, also das Zeichnen an sich für die elektrischen Regeln. Das ist ein kleiner Unterschied. Einmal hier zu finden unter diesem Button. Das sind jetzt die Einstellungen für die elektrischen Regeln. Das sehen wir hier schon für das Projekt, für verschiedene Netzklassen, Textvariablen, elektrische Regeln, die Formatierung, Schriftgrößen, wie die dargestellt werden, das Raster und so weiter. Komme ich dann in einem nächsten Video dazu. Und wir haben weiterhin hier oben unter Einstellungen die Einstellungen für den Editor an sich selbst. Wir sehen Pfade konfigurieren, das haben wir schon mal gesehen hier in den Grundeinstellungen im letzten Video. Auch nichts Neues, kann ich also von hier aus nochmal drauf zugreifen. Auch diesen Dialog
haben wir alle schon mal gesehen hier. Bibliotheken migrieren die Verwaltung der Bibliotheken. Das kann ich auch von hier aus vornehmen. Das heißt, wenn ich jetzt also in meinem Schaltplan zum Beispiel hier die Symbole für Amplifier nicht benötige, kann ich die hier gleich an dieser Stelle deaktivieren. Muss ich also nicht im Begrüßungsbildschirm hier im Startbildschirm von KiCad tun, sondern kann das auch hier machen. Dann werden die jetzt hier, wenn ich sie deaktiviere, nicht mehr geladen oder würden nicht geladen. Das kann ich also an dieser Stelle machen, hatte ich bereits erklärt. Und ich komme nochmal hier in die Einstellungen. Und das ist jetzt nochmal interessant, denn wir haben einmal hier die allgemeinen Einstellungen, die haben wir alle schon mal, sind wir alle schon mal durchgegangen. Aber ich habe jetzt nochmal zusätzlich hier Schaltplan-Editor Einstellungen. Als erstes hier die Anzeigeoptionen, also alles hier, was sich hier darunter verbirgt, ist der Schaltplan-Editor selbst, betrifft nicht die elektrischen Regeln. Dann haben wir hier einmal die beschleunigte Grafik, das hatten wir uns eingestellt. Wir können uns hier das Raster umstellen lassen, zum Beispiel hier auf Linien. Ich mache das mal. Und wenn ich jetzt hier auf OK klicke, sehen wir, hat sich jetzt hier die Ansicht dieses Rasters geändert in Linien. Habe also jetzt hier so eine Liniendarstellung, die kann ich auch hier über diesen Schnellzugriff Symbol wieder ein- und ausschalten. Habe ich also eine Liniendarstellung. Ich kann mir die auch hier auf kleine Kreuze umschalten lassen, dann sieht das so aus. Je weiter ich reinzoome, wird das dann entsprechend angepasst. Hier werden hier dann aller 10er Schritte diese Kreuze dargestellt oder eben Linien oder was wir auch gerade gesehen haben, die Punkte, die sind aber relativ schlecht zu sehen, zumindest in dieser Darstellung hier. Es ist übrigens dieses Farbschema, so wie wir es jetzt hier sehen, ist KiCad Default, zeige ich euch gleich. Ich lasse das mal hier auf kleine Kreuze. Dann kann ich mir hier dazu die Rasterdicke einstellen. Das heißt also, wie dick sollen jetzt hier meine Punkte sein, wie viele Punkte. Oder eben die Linien oder die Kreuze kann ich hier einstellen, die Mindestrasterweite und was hier ganz wichtig ist, die Einstellung am Rasterfang. Ich würde euch empfehlen, lasst das bitte hier auf immer. Das heißt, euer Cursor wird immer hier auf dem Rasterpunkt eingefangen und ihr platziert jedes Bauelement immer exakt auf einer Rasterlinie. Das ist im weiteren Verlauf ganz wichtig, denn es könnte unter Umständen passieren, mach das mal aus. Wenn ihr jetzt hier dieses ausschalten würdet, ihr seht, wenn ich jetzt hier reingehe, wird mein Raster immer, egal wie ich die Maus, wenn ich die nur ein kleines Stück bewege, springt mein Cursor automatisch hier immer auf den nächsten Rasterpunkt. Wenn ich das ausschalte, würde ich den jetzt hier frei dazwischen positionieren, also zwischen diesen Elementen. Macht das bitte nicht, weil ihr habt das große Problem, unter Umständen kann das euch dann passieren, wenn ihr zeichnet, kriegt ihr hier mit dem Zeichensymbolwerkzeug die Linie nicht mehr richtig sauber auf das Symbol connected. Das heißt, die elektrische Verbindung ist nicht mehr gegeben, ist nicht mehr exakt richtig gegeben. Und wenn ihr jetzt, ich schalte das mal wieder aus, hier den elektrischen Rule-Check laufen lassen würdet, schmeißt ihr euch einen Fehler raus. Und es kann euch passieren, das sieht hier grafisch vielleicht sauber konnektiert aus. Ist es aber gar nicht und ihr kriegt hier Mordsprobleme. Also bitte lasst das Ding immer am Raster fangen, dann wisst ihr, das Bauelement oder das Symbol ist sauber auf dem Raster platziert und der Bus oder die elektrische Verbindung ist ebenfalls sauber auf dem Raster eingefangen. Immer saubere elektrische Verbindung. Dann hier die Umstellung kleines Fadenkreuz, fensterfüllendes Fadenkreuz. Das ist hier auch dieser Button, den ich hier gerade gezeigt hatte. Ich kann mir dann das Fadenkreuz ausschalten, ganz ausschalten oder eben immer anzeigen lassen. Sind es hier auf diesem Schaltfläche verborgen. Dann haben wir hier drüben das Erscheinungsbild. Dazu kann ich nur sagen, lasst bitte diese zwei Checkboxen jetzt hier gerade die Einsteiger mal abgewählt, also so wie es hier dargestellt ist. Es geht hier um versteckte Pins und versteckte Felder. Dazu muss ich sagen, Symbole können versteckte Pins haben oder versteckte Felder haben, die für die Funktion und die elektrische Funktion des Schaltplans wichtig sind und benötigt werden, die ich aber nicht zum Zeichnen brauche, weil ich dort nichts anschließen kann.
Wenn ich mir die einblenden lasse, kann das sehr schnell verwirrend und unübersichtlich werden. Und gerade die Einsteiger unter euch werden dann sehr schnell vor Probleme laufen, die eigentlich gar keine Probleme sind, weil ich dort unter anderem auch bei diesen Pins zum Beispiel unter Umständen keine Anschlüsse, also keine elektrischen Anschlüsse anlegen kann, etc. Und auch der Schaltplan an sich wird unübersichtlich. Deswegen würde ich da vorschlagen, lasst da bitte die Finger davon. Sondern hier diese Checkboxen sollte wirklich nur derjenige einschalten, der auch weiß, was er tut. Dann hier die Grundeinstellung für verschiedene Auswahlmodi. Auch das kann man jetzt hier einfach im Standard lassen. Auch die Kreuzreferenzierung einfach mal anlassen, so wie sie ist. Gehe ich dann in späteren Videos vielleicht noch mal näher drauf ein. Dann haben wir hier die Bearbeitungsoptionen. Ich kann jetzt hier Busse und Verbindungen auf horizontal und vertikal beschränken. Was verbirgt sich dahinter? Ich schalte das jetzt mal hier an dieser Stelle aus. Wenn ich also hier so eine Leitung ziehe, kann ich die jetzt in dem Fall, wenn ich das ausgeschaltet habe, auch so schräg zeichnen. Ansonsten, wenn ich hier wieder mit Escape abbreche, kann ich das hier wieder einschalten, auf horizontal, vertikal beschränken. Das heißt, ich kann jetzt hier nicht mehr schräg zeichnen. Sondern ich kann hier nur noch horizontal und vertikal zeichnen. Ich empfehle das für die Übersichtlichkeit auch eingeschaltet zu lassen. Macht also unter Umständen recht wenig Sinn, schräge Verbindungen zu zeichnen. Für die Übersichtlichkeit horizontal und vertikal macht es fürs Auge übersichtlicher. So, dann haben wir das Ziehen mit der Maus, führt eine Ziehoperation durch. Ich kann also dann meine Elemente ziehen. Zeige ich auch noch. Automatisch Verbindungen an unverbundenen Pins starten. Das ist eine Funktion, die kann man auch mal drin lassen. Dann kann ich jetzt hier Standardwerte für den Blatthintergrund Farben vorgeben. Auch hier würde ich erstmal davon Abstand nehmen. Lass das einfach mal auf keiner Farbe. Das verwirrt nur an dieser Stelle. Und Anklicken eines Pins wählt das gesamte Symbol aus. Das ist die Auswahlfunktion. Auch das kann man angewählt lassen. Textfelder automatisch platzieren, das ist eine wichtige Funktion. Das heißt, wenn ich jetzt hier, ich drücke mal die Taste A, damit kommen wir in den Bauteil, in das Werkzeug Symbole platzieren und ich drücke jetzt hier nochmal die Taste R, dann komme ich auf meinen Resistor, elektrisch für Widerstand oder englisch für Widerstand. Und wenn ich den jetzt hier platziere, seht ihr, sobald ich den ablege mit Linksklick, wird hier automatisch die Beschriftung sauber platziert, lesbar platziert. Hätte ich das abgeschaltet, wäre das dann hier so senkrecht noch dargestellt und ich müsste es dann händisch drehen. Das ist eigentlich eine sehr schöne Funktion. Also hier verbirgt sich hinter diesem Button diese Funktion. Autoplatzierung, das heißt, die werden auch hier automatisch platziert, dass sie nicht auf andere Symbole stoßen und diese dann unter Umständen verdecken. Das sind also diese drei Punkte, damit kann man durchaus mal rumspielen. Und sich mal einarbeiten, wie das dann aussieht, was einem besser gefällt und welche Funktionen man hier benötigt. Dann der horizontale Abstand und der vertikale Abstand für wiederholte Elemente. Auch das kann ich hier anpassen, würde ich jetzt hier an dieser Stelle mal so auf den Grundeinstellungen lassen. Und Footprint-Vorschau in der Schaltplansymbolauswahl anzeigen. Das ist dieses Fenster hier. Ich mache nochmal hier zu. Gehe nochmal mit der Taste A auf diese Darstellung hier, wo ich meine Symbole auswähle. Und ich kann jetzt hier einen, wenn dann angegeben ist, einen Footprint mit mir anzeigen lassen. Das ist nicht für jedes Symbol eingestellt. Es gibt aber einige Symbole, auf denen fest Footprints zugewiesen sind. Das ist meistens hier bei diesen Logik-Darstellungen, haben wir meistens eventuell. Ja, ist eben nicht für alle, müsste man jetzt mal suchen und mal eins findet, dass hier der Footprint mit dargestellt wird, der dann auf der Platine mit dargestellt würde oder benutzt würde. Es gibt ja Bauelemente, die haben nur einen festen Footprint und ein festes Symbol und das würde dann hier angezeigt werden. Ich kann mir das auch ausblenden lassen, indem ich hier diesen Haken abwähle und wenn ich jetzt hier auf A drücke, habe ich das hier nicht mehr dargestellt. An dieser Stelle würde ich das vielleicht sogar vorschlagen, so zu lassen. Macht eigentlich jetzt hier auch für die ersten Schritte recht wenig Sinn,
dass man den Footprint hier mit angezeigt kriegt. So, also kann man rausnehmen. Dann ganz wichtig, Farben. Ich kann meinen gesamten Schaltplan-Editor jetzt hier in der KiCad-Version 6 farblich anpassen. Dazu muss ich beachten, ich kann jetzt hier, ich habe jetzt hier KiCad Default, Default schreibgeschützt, klassisch schreibgeschützt und ich kann ein neues Thema anlegen. Die schreibgeschützten, wenn ich die hier einstelle, kann ich jetzt hier keine Farbe ändern. Ist ja auch schreibgeschützt. Im KiCad Default, wenn ich das hier auswähle, kann ich jetzt sagen, okay, meine Busse haben jetzt hier die Farbe blau. Das möchte ich nicht. Ich möchte die jetzt hier rot dargestellt haben. Und ich wähle das an und mein Bus würde jetzt hier rot dargestellt. Wir sehen es auch hier drüben, haben wir mal so ein Beispiel in dem Team, welche Farben jetzt wo hier geändert werden. Ich gehe mal hier wieder auf Bus zurück, machen wir den mal wieder blau. Okay, und wir sehen, unser Bus wäre jetzt hier wieder blau dargestellt. Ich kann auch, wenn ich mich verspielt habe, die Farben auf die Standardwerte zurücksetzen. Dann wird das hier wieder zurückgesetzt. Mit OK übernehme ich dann meine Einstellungen. Oder ich sage mir, okay, ich möchte hier ein ganz neues Thema anfangen. Ich vergebe da einen Namen. Nennen wir es hier in dem Fall mal Tutorial. Dann habe ich hier ein neues Farbschema. Und ich kann jetzt hergehen und hier frei nach Gusto ändern. Und hier alles verstellen, wie ich das gerne hätte. Ja, mit allen möglichen Farben, die ich hier einstellen kann, bis ich nicht mehr weiß, was ich hier gemacht habe. Aber ich habe ja natürlich die Möglichkeit, hier über Tutorial habe ich ja meine eigenen Einstellungen. Die kommen dann immer wieder in Default zurück. Wer damit, oder ich empfehle, spielt mal ein bisschen damit rum, um euch da ein Gefühl dafür zu entwickeln. Legt euch einfach ein neues Thema an, da könnt ihr drin rumspielen. Und wenn dann alles verstellt ist und ihr nicht mehr durchseht, könnt ihr das dann einfach wieder löschen, indem wir hier auf Ordner mit Themen öffnen gehen. Und da sehen wir jetzt hier unser Tutorial. Und wenn ich hier einen Rechtsklick mache, kann ich das dann in den Papierkorb verschieben. Und dann ist es wieder weg. Und ich habe zumindest für mich persönlich gelernt, wie ich hier jetzt meine Farben einstelle. Alternativ kann ich das dann hier auf die Standardwerte wieder zurücksetzen. An dieser Stelle möchte ich euch noch etwas zeigen. Dazu mache ich hier den Schaltplan-Editor mal zu. Ich speichere das jetzt hier auch mal, gehe hier nochmal in KiCad. Wir gehen jetzt mal hier unten auf unsere Erweiterungs- und Inhaltsverwaltung. Die öffnen wir. Und ich hatte ja schon gesagt, hier gibt es ja eine ganze Menge Funktionen zu finden. Und da haben wir hier das Farbthemenfeld oder diesen Reiter mit Farbeinstellungen. Und ich installiere jetzt mal hier so etwas, einfach draufklicken. Dann sehen wir hier eine, wird das jetzt, ist das jetzt ausstehend? Also wir haben jetzt hier eine ausstehende Installation. Dann kann ich hier unten auf Änderungen anwenden gehen. Jetzt wird das hier von GitHub heruntergeladen. Muss ich natürlich eine Internetverbindung haben. Ich schließe mein Fenster. Ich sehe dann auch hier oben, was ist installiert worden. Eben hier dieses Dark Theme. Ich schließe das Ganze. Dieses Dark Theme steht jetzt übrigens nicht nur im Schaltplan-Editor, sondern auch im Leiterplan-Editor zur Verfügung. Ich schalte hier wieder meinen Schaltplan-Editor ein, gehe hier auf die Einstellungen und kann das jetzt hier oben auswählen. Solarized Dark Schema. Ich stelle das hier an, kann das jetzt anklicken und ich habe jetzt hier diese dunkle Darstellung, dieses Farbthema komplett einmal eingestellt. Auch das ist möglich. Und wir kommen nochmal hier zum letzten Punkt in unseren Einstellungen für den Schaltplan-Editor. Ich kann hier Feldnamenvorlagen machen. Das sind im Prinzip globale variablen Namen, die ich hier deklarieren kann, die ich dann in meinem Schaltplan benutzen kann. Was sich dahinter verbirgt, da mache ich dann nochmal ein extra Video dazu. Das ist auch eine sehr gute Entwicklung hier für KiCad 6, aber das führt jetzt an dieser Stelle zu weit. Also, Auftrag für euch, bis zum nächsten Video. Hier mal mit den Farben ein bisschen rumstellen, die Bearbeitungsoptionen mal einstellen, die Anzeigeoptionen mal ein bisschen rumspielen. Arbeitet euch da mal drauf ein und fangt schon mal an, euch auch hier mit den Shortcuts vertraut zu machen. Ihr seht, wenn ich hier auf diesen
auf die Symbole drauf gehe, seht ihr hier immer den Shortcut, in dem Fall hier der Buchstabe A, um verschiedene Werkzeuge auszuwählen. Macht euch damit mal vertraut und da könnt ihr hier schon mal die ersten Schritte und die ersten Grundeinstellungen vornehmen. Und dann geht es weiter im nächsten Video. Tschüss und bis demnächst.